Keine 3 Wochen sind es mehr bis zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, zu der mehrere Millionen Besucher erwartet werden. Nach den Terroranschlägen von Paris wurden die Sicherheitsvorkehrungen extrem verschärft. Mehr als 70.000 Polizisten und über 10.000 private Securities sollen die 10 Stadien und die Public-Viewing-Plätze schützen. Aber bei einer Art Generalprobe beim französischen Cup-Finale am Wochenende sind bedenkliche Mängel aufgetaucht, berichtet aus Paris Evert Waruch. Hunderte Meter vor dem Stade de France werden die Fußballfans unter einer Autobahnbrücke das erste Mal kontrolliert. Es kommen immer mehr. Am Ende sind es allein hier mehr als 2000, die auf engstem Raum bis zu einer Stunde zwischen Maschendrahtzäunen eingepfercht warten müssen. Auf eine erste Ticketkontrolle. Es wird geschubst und gedrängelt. Es gibt kein Vor- oder Zurück. Bei manchen entsteht Panik. Was wird da erst bei der Fußball-EM los sein, sagen viele. Und auch, dass hier in der Menge jeder alles anstellen könnte. Denn bis hierher kommt jeder. Das Stadion ist mit 24 Eingängen gebaut worden, damit alle leicht rein und rauskommen. Aber jetzt hat die UEFA beschlossen, dass es bei den ersten Kontrollen nicht 24, sondern nur 4 gibt. Da ist es normal, dass das wie ein Nadelöhr zu diesen Staus führt. Es gibt viel Kritik an der UEFA, die das so haben will. Nur 4 Kontrollpunkte für die 80.000 Fans, die ins Stadion passen. Während die Polizei hier nicht eingreifen muss, werden bei einem anderen Kontrollpunkt Zäune umgestürzt, Tränengas wird eingesetzt. Zu allem Überfluss wird dann auch bei den zahlreichen gleich anschließenden Kontrollposten nicht überall so genau kontrolliert wie hier. Ich finde, dass es hier nicht sehr viel Sicherheit gibt. Uns haben sie gar nicht abgetastet und nur ganz kurz in die Tasche geschaut. Und so kommt's, dass Raudis verbotene Rauchbomben und Wurfgeschosse ins Stadion mitnehmen. Am Ende des Spiels werden Sitze angezündet. Offizielle Bilder davon gibt es nicht. Der Präfekt gibt Fehler und Sicherheitsmängel zu. Der Innenminister kündigt heute die x-te Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen für die Euro an, lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Situation schwierig ist. Wir sind mit einer doppelten Bedrohung konfrontiert, der Terrorgefahr und der Gefahr möglicher Ausschreitungen durch Hooligans. Der Innenminister kündigt an, dass 90.000 Polizisten, Rettungskräfte und private Sicherheitsbeamte bei der Euro zum Einsatz kommen und verspricht, dass die Lehren aus den Problemen bei den Zugangskontrollen gezogen werden. Welche, das wurde nicht gesagt. Bisschen Zeit ist ja noch bis zur Fußball-EM. Genau 16 Tage.